So. Ich liebe Eugel echt jetzt mittlerweile schon zeitlang damit. Also ich habe immer sehr viel Spaß, auch wenn ich, was ich an bestätigen kann, wenn ich viel schimpfe. Also ich meine, ja, aber bei jedem so. Game, wo man emotional dabei ist. Guck mal, das ist an, das ist jetzt quasi ein Totem, was aktiviert ist. Das kann ich jetzt mal wegmachen. Es kann auch sein, dass es, sag ich mal, eine Falle ist, aber das sehen wir dann. Weil es gibt einen Perk, der sagt, wenn das Totem zerstört ist, dann sind die Leute für eine Zeit lang One-Hit. Aber es ist nicht dieses. Das heißt, es war gut, dass es weg ist. Jetzt hat er nur noch 3 Perks. So, und in diesem Generator könnten an sich 3 Leute arbeiten. Ich habe jetzt hier einen Sound-Cue gehört. Das heißt, ich weiß, es ist der Deathslinger, der neueste Killer, der diese Gun hat. Wenn hat sich was bewegt. Unten, siehst du, der eine von meinen Mates hat jetzt so einen leuchtenden Balken, der hat jetzt den sogenannten Deep Wound Status. Wenn er quasi nicht gejagt, wenn dieser Balken runterläuft und nichts dagegen tut, dann geht er down. Was ich auch gemerkt habe, ist, oder das haben sie gestern oder vorgestern auch in dem Film gesagt, es gibt anscheinend irgendwie viele, wenn der die verwundet hat, dann hat er so eine Art X-Ray, wo er die leichter finden kann oder sowas. Es gibt einen Perk, der heißt Nurse's Calling. Da siehst du in einem bestimmten Radius, wenn sich Leute heilen, dann siehst du deren Outline. Oder so, ja. Okay, da drüben ist einer von deinen Mates am Boden. Genau, der wird jetzt aufgehoben. Okay, der wird jetzt auch wieder aufkommen und dann wahrscheinlich irgendwo an den Haken nehmen. Naja, aber direkt neben dir ist da der Haken. Also. Ja, aber, also, so, ich meine, dieser Generator ist jetzt fertig, das hat der Killer auch mitgekriegt, der kriegt auch diese Notification, ne, dass der fertig ist, er sieht auch, wo das ist. Jetzt habe ich hier einen Herzschlag, das heißt, ich weiß, er ist in der Nähe, ich sehe ihn aber nicht. Ah, okay, aufgrund von dem Herzschlag, genau. Merkt man das. Lauf, ich weiß nicht, wo er ist, aber Lauf. Ja, da ist er. Und er hat daneben geschossen. Ja. Aber mit dieser Hookgun kann er die dann wahrscheinlich raus. Genau. Und kann mich dann hauen. So, aber jetzt jagt er jemand anderen. Jetzt jagt er die gleiche wahrscheinlich noch ein Stück. Da ist jetzt gleich der zweite Generator fertig. Ich mache jetzt hier mal noch ein Totem, einfach vor the Lulz. Also du kannst das Totem auch deaktivieren, wenn es nicht aktiviert ist. Genau, okay. Das gibt halt ein bisschen weniger Punkte, aber... Oh, okay. Aber es ist natürlich halt ein Totem dann weg, das tendenziell später aktiv werden könnte. Und es sind Punkte. Hat er mich gesehen? Ich glaube, er hat mich gesehen. Na, vielleicht hat er mich auch nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal... Hast du Killer-Perspektive schon mal gesehen? Na, bis jetzt noch nicht, weil die, wo ich zuschaue, die spielt ausschließlich Survivor in einem Vierer-Team mit ihre Spätzle. Okay. Killer hat nämlich First Person. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Deswegen sieht er auch nicht so viel. Das ist ja dann ein zusätzliches Manko eigentlich, ja, für den Killer. So, jetzt habe ich die Kiste durchsucht. Da ist eine Toolbox drin. Zum schneller Generator. Ja. Reparieren. Check geht's. Und wie siehst du, welcher Generator nur repariert werden muss und welcher schon aktiv ist? Die aktiv sind, die haben halt das Licht an. Der ist zum Beispiel nicht aktiv, sonst würden da oben die Lichter leuchten. Ah, okay. Gut zu know. Aber könnte sich der... Ups, da ist er. Ja. Könnte sich der... Ja? Könnte sich der nicht einfach vor einen Generator stellen? Ja, aber es gibt 7 Generatoren, du musst 5 reparieren. Ah, okay. Sonst wär's... Achso, du musst gar nicht alle machen. Nee, du musst 5 machen und es gibt halt mehr. Mhm. Sonst wär's ja wahrscheinlich komplett... Sonst wär's unmöglich, ja. Einfach. Weil sonst steht er sich wirklich einfach vor einem Generator, ja, und wartet einfach und dann ist gut. Hey, jetzt will ich die aber haben. Ja, ich bin ja auch schon verletzt.
Er muss er die erst verletzen, damit er die dann kriegen kann? Oder ja, kann du, hast halt, in der Regel hast du halt diese zwei Health States, also du bist halt gesund, dann bist du verletzt und dann bist du gedownt. So, und ich koste ihn jetzt, also ich beschäftige den jetzt halt. Und währenddessen machen halt meine Mates lustig Generatoren. Und dieser Loop ist einfach unglaublich stark. Weil ich sehe beide Seiten, wo er kommen kann. Der Herzschlag geht jetzt so rauf, wird der Verletzung jetzt schlimmer? Nee, oder? Der Herzschlag ist einfach lauter, je näher er ist. Ah, okay. So, jetzt langsam dürftest du es aufgeben, Kollege, weil das ist echt. Das war jetzt gar nicht so gut. Das war gar nicht so gut. No. So, und eigentlich wäre es jetzt geschickt von ihm, wenn er mich langsam mal in Ruhe lässt, weil ich koste ihn gerade unglaublich viel Zeit und die anderen drei sind einfach gerade free roaming. Und er hat mich nicht gekriegt. Also das war jetzt, ja, jetzt halt den anderen, aber das war jetzt, ja. Wenn die anderen jetzt in 3 Sekunden down gehen, dann muss ich mich wieder aufregen. Ich heile mich jetzt übrigens ohne Medkit und das geht auch nur mit einem Perk, den ich habe. Okay, ohne Medkit heilen geht. Geht normalerweise nicht. Nee, normalerweise kannst du dich nur mit Medkit heilen. Das hat euch gebaitet. Ja. Aber er kann ja nur One aufheben. Ja, ein gleiches. Ja, aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich aber nicht in der Zeit. Ja, der hängt nämlich schon. Der Haken, ah, okay. Der Haken ist da leider gleich. Was? Hat der Killer irgendeinen Indikator, wo der Haken ja, ist? Oder? Ja. Hat er. Sieht er. Also sobald er die Leute aufhebt, sieht er die quasi mit so einer roten Outline, wo die Haken sind. Okay. Das macht es für immer ein bisschen einfacher. Ja. Einer von deinen Mates ist jetzt dann schon komplett ja, gestorben. Ja, der ist schon gestorben. Checkt, gell? Halt also der andere hat sich gekillt, wunderbar. Das freut mich natürlich auch so ordentlich. Okay, das Game schaut noch super viel Spaß jetzt schon für mich aus. Okay, wunderbar. Ja, das Space Game ist, glaube ich, quasi schon gekauft. Aber du musst damit rechnen, liebe Agnes, dass wenn wir das miteinander spielen, dass ich extrem noobig sein werde. Das ist kein Problem. Oh, er hat mich verloren. So. Aber mit dem Herzschlag, jetzt macht es auch Sinn, dass die Leute wissen, ewig am Generator sitzen und warten und nicht mal rumschauen. Weil ich hab mir gedacht, da musst du die ganze Zeit panisch 360 Grad Flips machen. Bei manchen Kellern musst du das, weil die haben nämlich keinen Herzschlag. Ja, aber das weiß man ja dann relativ bald, sobald man einmal sobald, sobald du weißt, gegen wen du spielst, ja. Aber das weißt du ja am Anfang nicht gleich. Ah, okay. Ich denke, du hast einen Indikator. Ich wusste es bei dem jetzt nur, weil ich den Schuss gehört habe am Anfang. Na, wegen die Generatoren wollte ich gerade reden. So. Du siehst links unten das Ohrgenerator. Boah, jetzt hat er mich erwischt. Ah, Alter, der hat ganz schönes Reeling Speed. Der Kollege. Aber das war jetzt erst der erste Hit. Jetzt bin ich halt so. So verletzt.
Are you mad? Achso, und dein Mate macht gerade noch die... Ich hoffe, dass der einen Generator macht. Den letzten Generator. Ich hoffe. Nee, der pimmelt da einfach durch die Gegend. Der ist aber auch echt, also der läuft mir einfach nur hinterher. Was halt teilweise vermutlich schlau wäre. Also zum einen musst du, also das ist alles auch immer ein Mindgame. Als Killer musst du dir überlegen, wo laufen die Survivor lang? Kann ich irgendwie, kann ich so Loops baiten oder nicht? Und wo kann ich ihnen den Weg abschneiden? Weil grundsätzlich ist er schneller als ich. Mhm. Aber er hat halt movement-technische Beeinschränkungen, wie eben, genau, dass er durch Fenster langsamer ist. Genau. Achso, er ist schneller er wie ist du. Ein bisschen schneller als ich, ja. Run-Speed ist schneller, ja. Ja. So. Ich glaube, so lange habe ich... Also... Tut mir leid, dass ich wieder durchwalze. Okay, jetzt hat er den letzten Generator. So, mal gucken, ob er den Perk hat. Ja, er hat den Perk. Ist halt also jetzt One Hit. Ja. Also ich meine, bin ich eh, weil ich bin eh schon verletzt. Aber. Jetzt muss ich mich wenden. So, was du auch kurz gesehen hast, ich weiß nicht, ob. Also ich habe jetzt nur so begrenzt drauf geachtet, als der letzte Generator losgegangen ist. Okay. Fuck. Er hat das. Und mit dem Perk ist er auch ein bisschen schneller. Boah, Alter. Okay, und jetzt müsst ihr ein Randomized Exit finden, oder? Ja, also theoretisch, aber das schaffe ich nicht. Also der ist ja hinter mir. Ich muss den Exit auch noch aufmachen. Also okay. Der hat mich gleich. Aber ich bin jetzt halt sehr lange mit ihm spazieren gegangen. Achso, jetzt hat er euch praktisch. Also es gibt noch eine kleine Chance, wenn er mich aufhängt, dass ich vom Haken wieder runterkomme. Aber die Chance ist sehr klein. Und auch dann, also wenn er klug ist, bleibt er einfach stehen. Weiß man, wenn ich quasi in der ersten. Oh! 4%! The fucking 4%! Fuck, fuck, hier sind wir überall zu. Okay, jetzt habe ich noch. Anderen vom Haken? Der ist jetzt tot. Der ist tot. Jetzt habe ich noch eine kleine Chance, wenn ich die Hedge finde. Aber ich glaube nicht. Ah, ist das die Hedge? Ich, genau, das war auch ein Perk. Was ist die Hedge? Das ist eine Klappe im Boden, durch die ich entkommen kann. Die geht quasi auf, wenn der letzte, wenn nur noch ein Survivor da ist. Sie spawnt schon vorher. Oh, Alter, ist das geil! Nein! Oh mein Gott, das war das mimigste Game, was ich seit langem gespielt habe, Alter. Ist das ein Schlag? Oh, das war wirklich unglaublich Glück. Ich bin voll der Anti-Mate. Anti-Mate, ja, don't feed the drone.